Corona-bedingt in kleinem Rahmen und deutlich später als sonst wurde für die Stadt Sangerhausen der Baum des Jahres 2021 erst am 8. November gepflanzt. Diesmal in Horla und es handelte sich um eine Stechpalme. Ganz konkret waren es Ortsbürgermeisterin Sandra Biedermann, Manfred Fischer von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und der Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen, Sven Strauß, die letzte Hand an dem gepflanzten Baum anlegten. Herr Strauß beleuchtete auch die Umstände dieser Pflanzaktion näher. Ja, wir machen es normalerweise in einem deutlich größeren Rahmen, haben gern auch Schulkinder mit dabei. Letztens hatten wir in Grünberg Jagdrundbläser, die dazu mit beigetragen haben. Aber natürlich Corona-bedingt haben wir uns jetzt hier auf das absolut notwendige Maß beschränkt. Wir wollten aber, und das war uns wichtig, auch in diesem Jahr wieder den Baum des Jahres in der Stadt Sangerhausen pflanzen und in die Erde bringen, um da ein kleines Zeichen zu setzen. Deshalb hier eine kleine, aber nicht minder feine Runde. Dann ging es für alle Beteiligten in die nahegelegene Horlichenklause. Die war gut geheizt und bot mit einer Kaffeetafel einen angenehmen Rahmen, um von Manfred Fischer Näheres über die Aktion zum Baum des Jahres im Allgemeinen und die Stechpalme im Besonderen zu erfahren. Die Vorbemerkung zum Tag des Baumes überhaupt, auch wenn er dieses Jahr, wissen wir ja alle, nun nicht so stattgefunden hat, wie wir uns das wünschen. Wir haben als Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in unserer Region hier, sage ich mal, weil ja die Kreise früher anders waren, im Jahre 1995 angefangen mit Veranstaltungen zum Tag des Baumes und dabei jeweils den Baum des Jahres, der ja von einem Kuratorium für Deutschland bundesrepublikweit ausgerufen wird, gepflanzt. Und es sind immer verschiedene Ortschaften gewesen, als es noch den Landkreis Mansfelder Land gab. Und dann sind wir natürlich in die Stadt Sangerhausen gemacht. Und da haben wir dann im Jahre 2008 angefangen. Und ab 2010 sind wir in die Ortsteile gegangen, weil wir gesagt haben, das ist so ein bisschen symbolisch auch, wir wachsen zusammen. Und seitdem wechseln wir also. Und die Harzorte waren auch schon dran. Und ich bitte den Oberbürgermeister, die nicht zu vergessen in den nächsten Jahren, dass wir schließlich Reihe rum mal jeden Ort einen Baum des Jahres sozusagen dann. In diesem Jahr ist nun die Stechpalme der Baum des Jahres. Er ist ein sehr interessanter Baum, wobei wir hatten das Thema vorhin schon mal kurz. Manche Leute sagen, ist es nun ein Baum oder ist es ein Strauch? Es ist sowohl als auch. Er bildet häufig Strauchformen, weil er im Unterstand unter Eichenbäumen oder Buchenbäumen steht und dann schickt er seine Äste sozusagen in die Breite, wo sie Licht finden. Wenn aber in dem Wald dann große Bäume entnommen werden, dann erlebt man es auch, dass die nach oben wachsen, also einen richtigen Baum ausbilden. Und die Chancen dafür stehen gut für die frisch gepflanzte Stechpalme als Baum des Jahres 2021 in Horla.